Von Kanada geht es zurück nach Europa und damit hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Folge der F1 Grand Prix Vorschau. Heute mit der Vorschau für den anstehenden Frankreich Grand Prix. Die Streckendetails. Am 23. Juni beginnt die 16. Ausgabe des Frankreich Grand Prix in Le Castellet. 1971, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 83 und von 1985 bis 1990 fand der Grand Prix in Le Castellet statt. Letztes Jahr feierte die Formel 1 dort ihr Comeback. Die Rennstrecke verfügt insgesamt über 15 Kurven. 6 Linkskurven und 9 Rechtskurven. Vom Start bis zur Kurve 1 sind es 590 Meter. Auf der gesamten Strecke fährt man viermal im achten Gang. Insgesamt 46 Gangwechsel gibt es pro Runde, zusammengerechnet 2438 im Rennen. Die Boxengasse hat eine Länge von 595 Metern und dort wird, wie in Kanada auch, höchstens 60 km/h gefahren. Apropos Boxengasse, dort wurde eine neue Boxengasseneinfahrt errichtet und zwar nach Kurve 14 und nicht wie letztes Jahr auf der Startzielgeraden. Link dazu in der Videobeschreibung. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Safety-Car-Phase ist unbekannt, da es 2018 keine Safety-Car-Phase gab. Der Vollgasanteil liegt bei 58%. In den bisher 15 Ausgaben des Frankreich Grand Prix in Le Castellet gewann 9-mal der Pole-Setter, was einer Quote von 60% entspricht. Der Bremsenverschleiß wird als niedrig angegeben und der Reifenverschleiß als mittel. Gefahren wird 53 Runden lang im Uhrzeigersinn bei einer Gesamtrenndistanz von 310,633 Kilometer. Die Streckenlänge beträgt 5842 Meter. Das DRS darf 2-mal pro Runde verwendet werden, und zwar auf der Start-Zielgeraden und zwischen den Kurven 7 und 8. Die Siegerstrategie von 2018 war eine Super-Soft-Soft-Strategie von Lewis Hamilton. Schnellster Pilot im Feld war Valtteri Bottas mit 343 km/h. Die schnellste Rennrunde ging ebenfalls an den Finn mit einer 1:34.225 gefahren in Runde 41. Lewis Hamilton führte bis auf die Runde 33 den gesamten Grand Prix an. Schnellster Boxenstopp war der von Kimi Räikkönen, seine Zeit war eine 24,289 in Runde 34. Die durchschnittliche Geschwindigkeit des Siegers lag bei 206,026 km/h. Der Rundenrekord im Rennen ist eine 1:34.622 gefahren von Valtteri Bottas aus dem Jahre 2018 mit seinem Mercedes W09. Der Rundenrekord in der Qualifikation fuhr Lewis Hamilton 2018 mit einer 1:30.029. In Le Castellet werden die Mischungen C2, der harte Reifen, C3, der Medium und C4, der softe Reifen gefahren. Wer welche Reifen für das Wochenende gewählt hat, könnt ihr hier in dieser Grafik sehen. 2018 wurden die Mischungen Ultrasoft, Supersoft und Soft gefahren. Wichtiges zum Setup. Aufgrund von schnellen als auch sehr langsamen Kurven braucht der Bolide ein Setup mit mittlerem Abtrieb. Schwierige Kurven. Kurve 1. Hier kann man ideal überholen, wenn man sich auf der Start-Zielgeraden per DRS und Windschatten an den Gegner ransaugt. Kurve 3 bis 6. In diesem Abschnitt muss man die Kurven optimal treffen, nicht zu weit herauskommen, um auf der darauffolgenden Geraden mit maximaler Geschwindigkeit herauszukommen. Kurve 8. Die Mistral-Schikane. 2008 war diese Kurve die beliebteste Kurve zum Überholen. Kurve 10. In dieser Kurve wird man nach außen gedrückt. Kurve 15. In dieser Kurve muss man weit ausholen, um eine optimale Quali-Runde hinzubekommen. Der Zeitplan. Hier sind die offiziellen Trainings-, Qualifikations- und Rennzeiten. Besondere Vorkommnisse. 1989 verbremste sich Maurizio Guglielmin in seinem March CG891 beim Start, fuhr Thierry Boutsen und Gerhard Berger in deren Hinterräder und überschlug sich, woraufhin das Rennen abgebrochen wurde. Alle Piloten blieben unverletzt und konnten in ihren T-Cars am Neustart teilnehmen. Letztes Jahr gab es im Training einen heftigen Crash von Marcus Ericsson. Er verlor nach Kurve 11 die Kontrolle über seinen Boliden, krachte in die Barrieren, sodass sein Auto anfing zu brennen. Die bisherigen Sieger des Frankreich Grand Prix. Hier ist eine Auflistung der jeweiligen Sieger in Frankreich. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.